Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Der Hersteller Shark hat mittlerweile richtig viele verschiedene Modelle im Sortiment mit verschiedenen Produktbezeichnungen. Da kann man ganz schön durcheinander kommen. Deswegen soll euch dieses Video helfen. Wenn ihr euch speziell für den IZ400 und den IZ300 interessiert, wollen wir in diesem Video die ganzen Unterschiede hier mal herausstellen und natürlich auch zeigen, welches Gerät in der Leistung besser abschneidet. Ja, wir fangen jetzt direkt mit den Unterschieden an. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, die Unterschiede zwischen diesen beiden Modellen, die könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auch im Akkustaubsaugerfinder anschauen. Der Link ist hier oben in der Videobeschreibung. Da sind ganz viele verschiedene Akkustaubsauger eingepflegt und ihr könnt hier mit Filtern arbeiten, wie dem Preis oder den verschiedenen Features, die euch vielleicht wichtig sind. Könnt aber eben auch direkt Modelle miteinander vergleichen, wie zum Beispiel hier den IZ400 und den IZ300. Seht genau die Unterschiede, was bei uns auch in den Testergebnissen rausgekommen sind. Wenn euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Okay, bevor wir uns die Unterschiede anschauen, der Shark IZ400 ist so ein bisschen das Hero-Produkt von Shark, denn er hat auch die Bezeichnung Shark Stratos. Hier gibt es nicht noch irgendwie einen Namen, er ist einfach IZ300. Und es gibt ganz viele verschiedene Bezeichnungen. Also es gibt diesen IZ300 EU oder auch ein IZ400 EU oder mit EUT. EUT bedeutet dann, dass diese Tierhaarbürste mit dabei ist, also diese Milbenbürste, wie man sie auch nennt, so für Sofas oder Matratzen. Und je nach Bezeichnung sind dann auch verschiedene Akkus mit dabei, aber man hat halt immer generell so das gleiche Gerät, nur mit einem anderen Umfang. Findet ihr aber auch alles bei uns im Akkustaubsaugerfinder. So, also jetzt kann man natürlich auf den ersten Blick schon mal sehen, dass sich die Geräte wirklich sehr, sehr ähnlich sehen, weil der Aufbau komplett gleich ist. Es gibt hier natürlich so ein paar Designunterschiede, sieht man ja hier ist es irgendwie gerade, hier ist es so schräg nach unten. Aber ihr seht schon, sie sind ja auch beide so hier zusammenfaltbar, dass man sie so besser platzieren kann, dementsprechend auch sehr flexibel. Der Aufbau ist der gleiche, die Akkus sind aber komplett anders. Sie haben zwar die gleichen Milliampere-Stunden, sind aber nicht miteinander kompatibel. Also der eine, der wird hier irgendwie so reingesteckt und der andere einfach nach unten rausgezogen. Also das ist schon mal anders und hier unten ist auch der Aufbau ein bisschen anders. Also hier ist das Licht in der Mitte, hier ist das Licht außen. Aber wenn man jetzt wirklich so nach Unterschieden sucht, dann ist definitiv ein großer Unterschied oder ein Unterschied beim Shark Stratos, dass man hier vorne so eine Anzeige oben auf dieser Bürstenrolle drauf hat. Es gibt hier eine Automatik, also eine automatische Saugkraftverstärkung, die gibt es halt beim 300er nicht. Und diese automatische Saugkraftverstärkung wird einem hier oben auf so einem kleinen Display auf der Bodendüse hier eben auch aufgezeigt. Ansonsten gibt es jetzt nicht so Unterschiede, die man jetzt direkt hier irgendwie herausstellen kann. Sie sehen auch von der Unterseite beide außer farblich gleich aus, haben immer zwei Bürstenrollen, eine für Hartboden, eine für Teppich, sodass man nicht wechseln muss, haben diese Powerfins damit dran. Also ja, da gibt es gar nicht viele Unterschiede, die man herausstellen kann. Ich denke mal, das langt auch tatsächlich dafür. Es gibt für beide Geräte ausführliche Einzeltests hier auf dem Kanal. Wenn euch alles im Detail interessiert, wenn ihr wissen wollt, welches Zubehör ist dabei, wie sieht das Zubehör aus, was kann das alles, die Links dazu sind auch in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Jetzt gehen wir aber in den nächsten Punkt und schauen uns die Unterschiede in der Reinigungsleistung an. Ja, wenn ihr vor den Unterschieden in der Reinigungsleistung nochmal kurz Zeit habt, lasst gerne kurz ein Like für dieses Video da. Abonniert den Kanal und aktiviert hier unten die kleine Glocke. Ihr verpasst keine Videos und gleichzeitig hilft uns das natürlich, wenn der Kanal noch größer wird, können wir noch mehr Geräte testen, vergleichen, euch hier vorstellen. Also wäre eine coole Sache, wenn ihr kurz ein Abo da lasst. So, Reinigungsleistung miteinander verglichen geht am besten im Akkustaubsaugerfinder, den nehme ich hier auch und wir fangen einfach mal an. Auf dem Hartboden hat es der IZ400 geschafft. 99,81 Gramm der verteilten Mischung aufzunehmen, also wirklich spitzenmäßig und generell machen die Shark-Modelle mit diesen beiden Rollen hier unten dran das auch mal richtig gut. Man muss dann nur einmal rübergehen, die nehmen alle Partikel sehr schön und zuverlässig schnell auf. Und auch der IZ300 konnte hier wirklich zeigen, dass er ein guter Akkustaubsauger auf Hartboden ist, denn er hat hier 99,51 Gramm aufgenommen, also auch hier ein super guter Wert. Beide Geräte, kann ich eigentlich nur sagen, sind einfach für diese Reinigungsart super geeignet. Teppich ist immer ein bisschen schwerer, aber die Shark-Modelle waren hier auch immer schon sehr überdurchschnittlich. Der IZ400 hat hier 80,03 Gramm aufgenommen und das ist ein richtig, richtig guter Wert. Der Durchschnitt, wo man schon sagt, dass es gut ist, liegt bei 60 Gramm. 80 Gramm ist also absolute Spitze. Der IZ400 ist hier also wirklich eine absolute Empfehlung für Teppiche, gerade hochflorige. Und der IZ300 war hier etwas schwächer, aber hat immer noch 72,09 Gramm aufgenommen. Und auch das ist einfach ein richtig, richtig guter Wert, auch einfach überdurchschnittlich. Man kann hier einfach sagen, dass die Shark-Akkusauger der IZ-Reihe hier einfach spitzenmäßig sind. Der IZ
400 der Schalk Stratos, nochmal ein Stück mehr, ja, aber insgesamt beide gut. Zur Reinigungsleistung gehört auch immer der Filtertest, den habe ich natürlich auch mit beiden Geräten gemacht. Für Allergiker ist das interessant, für viele andere Nutzer nicht unbedingt, aber wie man den Test zu werten hat, das steht einmal in der Videobeschreibung, das ist auch so ein Link. Ja, hier ganz einfach, beide haben den Filtertest tatsächlich bestanden. Das ja, zeigt nochmal, dass sie eben nicht nur in der Reinigung stark sind, sondern auch gute Filterleistung beide bei sich haben. Ja, ich denke mal, das langt zum Part Reinigungsleistung und dann schauen wir uns noch natürlich nochmal Handhabung und Features an und was es da für Unterschiede gibt. Beide Akkustaubsauger von Shark sind wirklich gut in der Handhabung. Es gefällt mir immer. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen ein Shark-Fan. Ich habe auch beide Geräte, das sieht man bei dem Shark Stratos hier vielleicht, der sieht schon so ein bisschen runtergerockt aus, was daran liegt, dass er hier wirklich zu Hause viel im Einsatz war. Es ist sehr angenehm, die Geräte zu führen. Sie sind eben auch dadurch praktisch, dass sie beide Rollen unten in einer Bürste verbaut haben und man braucht, egal wo man saugt und auch wenn man wechselt, von Hardboard auf Teppich, einfach gar nicht unten irgendwie eine Bürste wechseln, sondern kann einfach direkt weitermachen und das Ergebnis ist dann, habt ihr ja eben gesehen, auch wirklich stark. Gleichzeitig sind sie sehr schön flexibel, auch schon so, wenn man nicht das Flexgelenk nutzt, aber mit dem Flexgelenk sind beide Geräte dann auch nochmal zur Reinigung unter flachen Möbeln super geeignet. Das heißt, die Handhabung, die fällt mir hier wirklich gut. Gleichzeitig, Handhabung ist ja auch so ein Punkt, dass man hier dieses Rohr hier so umklappen kann und dann kann man ihn einfach nochmal sehr praktisch und platzsparend verstauen und er nimmt dann nicht mehr ganz so viel Platz weg, als wenn er groß wäre und man braucht nicht irgendwie eine Station an die Wand anschrauben. Das finde ich bei den Shark-Modellen auch wirklich praktisch. Der Staub, der lässt sich hier einfach entleben. Man kann entweder den ganzen Part hier abnehmen oder man drückt einfach eine Taste, alles fällt nach vorne raus. Also auch das ist praktisch. Bei den Features, ja, beide haben einen Wechselakku, beide haben Licht hier unten dran. Der Unterschied ist hier natürlich, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass hier noch so ein kleines Display drauf ist, das dem Automatikmodus eben anzeigt, wie die Saugkraft eingeschaltet wird. Automatikmodus, wenn man über Feature spricht, beim Shark-Stratos gibt es das. Hier gibt es diesen Automatikmodus eben nicht. Ja, ansonsten gehört zum Test der Handhabung auch die Reinigungszeit. So, was habe ich denn hier gemessen? Der Shark Stratos hat auf höchster Stufe eingestellt, also Akku voll aufgeladen, höchste Stufe eingestellt, 11 Minuten und 9 Sekunden durchgehalten. Und da war dann der Shark IZ300 deutlich länger unterwegs mit über 22 Minuten. Also, wenn es hierbei um die Punkte der Länge geht, dann hat der IZ300 hier die Nase vorne. Woran das liegt, ob das jetzt an der stärkeren Saugkraft liegt, wahrscheinlich, weil ich hatte ja mehr aufgenommen auf dem Teppich, dass hier oben noch ein Display drauf ist, was vielleicht auch irgendwie Strom verbraucht. Doppelte Laufzeit auf höchster Stufe ist natürlich schon mal definitiv eine Aussage. Okay, Handhabung und Features, denke ich, haben wir damit auch angesprochen und dann fassen wir nochmal alles zusammen. Auch meine persönliche Meinung und Kaufempfehlung bei diesen beiden Modellen von Shark. Ja, wie ihr den ganzen Parts eben schon entnehmen konntet, sind meiner Meinung nach beide Geräte allein betrachtet eine Empfehlung wert. Beide haben eine richtig gute Reinigungskraft, schöne Features, gute Qualität, Preis-Leistung passt auch. Und wenn man dann überlegt, welches Modell, wenn man zwischen diesen schwankt, man sich kaufen sollte, ist natürlich auch der Preis eine Sache, über die man als erstes sprechen muss. Ich finde, generell ist die Preis-Leistung von Shark wirklich gut. Ich rede jetzt über die EU-Modelle, das heißt also IZ300 EU und IZ400 EU, ohne noch irgendwie Zusätze mit mehr Akkus oder mehr Zubehör. Dann liegt er hier so bei um die 330 Euro aktuell und hier sind es 230 Euro. Ihr zahlt also hier 100 Euro mehr. Und dann müsst ihr euch einfach überlegen, ob euch die 100 Euro mehr, ein Automatikmodus und hier unten dieses Display hier vorne drauf und etwas mehr Saugreinigungsleistung auf Teppich wert sind. Die Reinigungsleistung war auch hier überdurchschnittlich, dementsprechend würde ich fast sagen, den Punkt kann man nicht ignorieren, aber es wäre jetzt nicht mein Hauptgrund. Der Automatikmodus ist etwas, hier gibt es noch den Pluspunkt, dass er auf höchster Stufe ja fast doppelt so lange durchgehalten hat. Das sind so die wichtigsten Punkte. Wenn ich persönlich jetzt eine Kaufentscheidung treffen müsste, würde ich den Shark Stratos nehmen, würde halt immer so gucken, so ein bisschen in die Angebote gehen, dass er so um 300 Euro kostet. Da ist er mit Vergleich mit anderen Akkustaubsaugern immer noch wirklich günstig, hat aber eine super gute Leistung und für mich macht dann auch so ein bisschen der Automatikmodus den Ausschlag, denn das mag ich einfach total gerne, wenn ich so einen Automatikmodus anmachen kann und dann einfach so lang sauge und das sich eben automatisch anpasst. Das ist ein Komfortfeature definitiv, aber mir gefällt es richtig gut, deswegen wäre meine Tendenz dahin. Aber selbst wenn ihr sagt, nee, 100 Euro weniger, da kriege ich immer noch einen super Sauger für, und zwar den IZ300 kann ich das absolut nachvollziehen, denn das ist einfach ein tolles Gerät. Sie sind super flexibel, super komfortabel. Also ihr seht schon, ich bin ein bisschen Fan von den Shark Akkustaubsaugern.
und hoffe, ich habe euch jetzt alle wichtigen Parts mitteilen können, die es zu wissen gibt, wenn man zwischen diesen beiden Modellen schwankt. Wenn für euch noch irgendwas offen geblieben ist, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, dann findet ihr das direkt hier. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren und da geht's zu unserem Akkustaubsaugerfinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.